Hier unten drunter wartet eine unbekannte Welt auf Entdecker. Dies sind die besten Bilder aus 3 Tagen und Dutzenden Kilometern unter Tage. Dass man hier nicht alles findet, das ist ja schon unglaublich. Während Omi und Oppi überteuertes Schnitzel im Panorama-Restaurant schnabulieren, wandern wir derweil querfeldein durch den Wiehengebirgszug und finden allerhand Löcher, in die es sich lohnt, mal hineinzuschauen. Einmal zwischendrin muss ich mich mal kurz zu Wort melden hier. Es gibt so ein paar böse Zungen, die behaupten, wir wären schlecht ausgerüstet. Ja, die Ausrüstung ist scheiße. Also zumindest von den Leuten, die einfach so wie ich hier mal mitgekommen sind. Man muss aber auch sagen, dass die Leute, die da unten Bescheid wissen, eine wahnsinnig gute Ausrüstung haben. Gasmesser, sowieso Standard, Seile, alles, was man braucht, um ein bisschen Kletterhilfe zu geben und unglaubliches Wissen um den nächsten Ausgang. Vielleicht passiert ja mal doch irgendwas, der Rückweg ist versperrt und schon wäre unser Eins völlig aufgeschmissen. Die aber nicht. Die wissen genau, wo man lang gehen muss, damit man wieder rauskommt. Und für den Fall der Fälle, für mehrere Tage Lebensmittel und Getränke hätten wir auch gehabt,
und Ersatzakkus für die Taschenlampen, dass man nicht zur Not 2 Tage im Dunkeln kampieren müsste. Könnte viel schlimmer sein. Und jetzt kommt die Katze und will kuscheln. Weiter mit dem Video. Thank you.
Alter, geil. Wenn ich mich aufgehe, dann ist es dann ganz gut. Dieses kleine Best-of lag uns schon ziemlich lange auf dem Herzen. Okay, zumindest seit wir das letzte Video unserer Untertagetour unter dem Wien wieder entfernen mussten. Nicht, weil da was illegal dran gewesen wäre. Das beruht, glaube ich, eher auf einer Animosität. Macht aber nichts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächste Woche gibt's wieder einen normalen Lost Place. Dann sind wir nämlich nicht mehr so im Stress mit unserem Hausverkauf. Wow, die Menschheit nervt. Aber ihr nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr mögt, abonniert uns gern. Und bis bald.